Hey ho, zwei Tage später wieder. Ja, ich habe gestern nichts gemacht, ich war faul und jetzt werde ich mal das Ding auf das, naja, nennen wir es Tischle stellen und nochmal komplett durchschweißen, was soweit dran ist. Dann wird man wieder hinstellen am Boden, werden die Platten ausrichten für die Rollen. Dann kann man die nämlich auch festbraten. Es sei denn, unten schwanzelt er noch zu sehr hin und her, aber das sehen wir nachher gleich, wenn ich geschweißt habe. Tja, heute geht's weiter. So Leute, nicht schön, aber verdammt selten, weil ja die zweite Weberkugel seine Art mit diesem Gestellprinzip. Also ich habe es jetzt einfach hardcore geschweißt und untenrum einfach nochmal sauber nachgepunktet. Und einfach mit der Flex ein bisschen runtergeflext. Und das Ganze wird ja dann, ja, bis hier, 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 einfach dann mit einer ofenfesten Farbe, mit so einer Ofenfarbe, die ein bisschen hitzeresistent ist, ja noch komplett lackiert. Dass wir hier halt zwischendrin die Edelstahlstellen frei haben. Ja, Edelstahl und Normalschutzgasschweißen ist nicht das Optimale, ich weiß, aber es funktioniert ganz gut. Und jetzt stellen wir ihn am Boden und tun die Platten für die Räder unten hin. Jo, da steht er nun. Innen habe ich jetzt hier noch die durchgeschweißten Stellen auch noch ein bisschen abgeflext. Und naja, er steht halbwegs schief. Passt soweit. Dann kann ich jetzt hier die, habe ja eh bloß provisorisch hin, dass die Schrauben nicht verschwinden. Aufschrauben und unten hinlegen und gleich ja am Boden festpunkten und hier natürlich noch das Zink ein bisschen runterflexen vorher vorm Schweißen. So Leute, jetzt muss ich die Platten bloß noch halbwegs ausrichten, dass das sauber eine gerade Linie gibt zum Griff hin und das mache ich jetzt, indem ich jetzt die Holzplatten da einfach mal hinlege am Boden und dann ja Pi mal Auge ziemlich gut, hoffe ich doch, ausrichte. Augenscheinlich halbwegs gerade. Ja, je nachdem, wie ich mich mit der Cam hinstelle, kann man es mit der auch halbwegs einfangen. Ja, dann werde ich mal die Fußplatten, Rollenplatten festschweißen. Obwohl, den kann ich noch ein bisschen nach hinten schieben. Oder die nach vorne. Ja gut, das sollte auch noch halbwegs gleich sein. Ja, ich habe ein Loch im Socken. Ist ein Arbeitssocken, mir egal. Ja, dann mache ich das noch schnell und dann schweiße ich die Dinger fest. So, die Füße sind hingebraten. Und die werde ich jetzt mit der Sprühdose schwarz-matt einfach komplett einsprühen. Und trocknen lassen, ja, und hier halt ein klein bisschen mit hoch, so einfach mache ich das, also wir machen da jetzt gar kein Trara und kein Hexenwerk, nachher drehe ich dann noch den ganzen Grill um, um das Ganze eben von unten die Platten auch noch anzublasen. Erst einmal ein bisschen antrocknen lassen, das ist noch heiß, das dampft sogar noch und ja, dann geht es schon weiter, beziehungsweise ich lackiere das jetzt alles, schraube dann gleich die Räder hin, die dann auch dranbleiben, ja, und dann zeige ich es euch wieder. Ja, die Räder sind dran, wir haben jetzt eine Gesamthöhe, Stehhöhe von 92 cm. Also für den Lulatsch Johnny sollte es genau richtig sein. Wenn er hier jetzt eine Feuerplatte drauf tut oder so, optimal. Gerade Auslauf testen. Ja, läuft ganz gut. Wunderbar. Gefällt mir. Tja Leute, und nachdem wir uns jetzt heute von unserem Murmel verabschieden mussten. Das war der braunrote Kater. Habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, heute weiterzuarbeiten, geschweige denn, diese Runde vom Video weiterzumachen.
Kein Bock mehr. Deswegen beende ich jetzt dieses Video an dieser Stelle. War es bloß ein ganz kurzes Video. Ja, so ist es halt. Okay, weiter geht's dann in der nächsten Folge mit dem... Wo haben wir sie denn? Mit denen hier, die werden wir dann hier irgendwo neu basteln. Und natürlich unserem Ascheeimer. Und noch eins. Nee, das sage ich jetzt nicht. Okay, Leute, wir sehen uns. Auf in die nächste Runde. Naja, morgen, übermorgen, was weiß ich. Tschaikowski. Und wie immer, nicht schön, aber selten, aber dran ist es.